Fast 30 Jahre liegt der Tag zurück, an dem ich zum Mörder wurde. In dieser Zeit führte ich ein ruhiges, zurückgezogenes Leben und zwang mich, den Drang, anderen Menschen Leid zuzufügen, zu widerstehen. Bereits seit einiger Zeit hatte ich die Fantasie, vor den Augen anderer jemanden zu quälen oder sogar zu töten. Ich unternahm den Versuch, Kontakt zu Gleichgesinnten herzustellen. Ich bot ihnen an, bei regelmäßigen Treffen die Folterungen an lebenden Probanden zu erleben und sogar selbst Hand anzulegen. Längst war es Zeit, die Jahre meiner Abstinenz hinter mir zu lassen, meine verkümmerten Flügel auszubreiten und endlich loszufliegen. Wir setzen den Meißel zwischen den Fingergelenken am Knochen an und schlagen kräftig mit dem Hammer auf das obere Ende des Werkzeugs. Keine Reue, kein Mitleid, nichts.